Moin Leute, ja, schon wieder ein Statement-Video, ich weiß, aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, das hier rauszubringen, um mal ein bisschen drauf einzugehen, weil ich weiß, es ist so Thema Nummer 1 um mich herum, ich kriege da auch ein bisschen mit. Denn, ja, ich habe mir den Spaß in Taco versaut, im Grunde. Das habe ich schön selber gemacht, schön im Alleingang, habe ich mir selber zuzuschreiben. Und ich wollte ein bisschen erzählen, so wie kam es dazu und was können wir machen und wie geht es dann weiter? Ich muss ein bisschen ausholen, um zu erklären, wie es dazu kam. Als ich den Channel hier gemacht habe, ging es eigentlich immer nur um Spaß. Spaß war hier das A und O. Deswegen haben wir ein Video zu einer TOTS gemacht. Deswegen haben wir die TT-Pistole getestet und so weiter und so fort. Ne? Das war immer die Idee von dem Channel. Hier soll unterhalten werden. Und außerdem für mich, was immer ein Reiz war, war halt der Budget-Mann. Zero to Hero, was auch immer. Also als kleiner Underdog gegen die Großen antreten. Das war etwas, was mich immer gereizt hat. Und damit hatten wir eine Menge Spaß. Und teilweise auch Erfolg. Das hat aber auch ein bisschen dazu geführt, dass ein Image entstanden ist, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Weil ich kriege das auch ein bisschen mit, wenn ich in anderen Chats bin, bei anderen Streamern und mein Name fällt. Oder auf Social Media. Und ich da einfach als schlechter Spieler abgestempelt werde. So, er ist ganz lustig, aber irgendwie hatte ich einen Ruf, als wäre ich irgendwie schlecht. Und Das hat da mir genagt. Ich komme aus Competitive Shootern, die verdammt schnell sind und anspruchsvoll. Und eben, ich sage nicht, wir waren irgendwie die krassesten Dudes, aber wir waren immer gut. Wir hatten die Chance, gegen Leute zu spielen, die man weltweit kennt, berühmte Namen und so. Und auf die Sachen bin ich stolz. Und dann zu hören, boah, der ist nicht so gut, bla bla. Das war irgendwie verletzend und hat er mir genagt. Und aus meiner Sicht einfach nur, weil ich mich geweigert habe, die gleiche Slick und die gleiche M4 zu spielen wie alle anderen. Klar hat man da einen Nachteil. Klar kriegt man da öfter mal aufs Maul. Aber diese Differenzierung scheint irgendwie nicht stattgefunden zu haben, dass die Leute schauen, okay, aber der spielt auch ein bisschen was anderes. Und was soll man? Das hat an mir genagt, okay? Ich wollte dieses Image nicht haben. Ich wollte nicht als der Typ gelten, der einfach als schlecht gilt. Und daher kam so aus mir der Wunsch, ich wollte jetzt mal beweisen, dass ich das kann, okay? Ich wollte einfach mal zeigen, ich kann das auch. Und ich habe dann auch, ich meine, auf Twitter aktuell sieht man auch viele Streamer posten ihre Stats und die Leute gehen da voll drauf ab. Like, boah, krass, ey, ich guck mal bei die rein und bliblablub. Das war für mich so, what? Warum juckt das? Und ich dachte halt, okay, whatever, ich beweise euch jetzt, ich kann das auch. Also, was haben wir gemacht? Bei der letzten Wipe haben wir mit TOTS, TT und sonst Pistolen sind wir da eingestiegen. Und den Wipe bin ich halt straight up zu meiner AK. Und auch relativ schnell auf 5er Rüstung abgegradet und so weiter und so fort. Ich wollte einfach zeigen, ich kann das auch. Jetzt kommt das Problem. Das hat zu sehr viel Frust geführt. Wenn mich jemand aus einem Busch erschossen hat, übelster Frust. Wenn irgendwelche Bugs geschehen, ich in die Map gebuggt wurde oder so, übelster Frust. Abstürze. Frust, KI-Probleme, Frust, alles. Alles, was irgendwie nicht rund lief, hat zu Frust geführt. Und das hat sich dann gestaut. Gerade mit Missionen, weil viele Missionen erfordern einfach, dass du dich an Orte begibst, wo du halt einfach brutal im Nachteil bist. Shoreline zum Beispiel hatten wir gerade, dass wir auf dem Pier mussten. Und ja, da wurde ich dreimal in Folge weggesniped und ich hatte danach einfach direkt keinen Bock mehr. Weil dabei ist doch egal, versuch's wieder und wieder und wieder. Es ist aus meiner Sicht ein MMO, aber einfach wegen dieser neuen Motivation, weil ich jetzt zeigen wollte, ich kann das auch, weil ich diese Stats haben wollte, hat mich das total gefrustet. Und das hat man dann auch im Stream gemerkt. Die Leute haben gesagt, ey, du bist den Vibe nicht so chill und was los. Und ich habe dann irgendwie reflektiert selber und einfach gemerkt, das ist nicht der Weg, den ich gehen möchte. Einfach, es macht mir selber keinen Spaß. Es ist nicht der Weg für mich. Deswegen trenne ich mich jetzt von den ganzen krassen Sachen, die ich so im Stash habe. Aber dass diese Versuchung gar nicht erst da ist. Und aber damit ich das abschließen kann, es geht nicht darum, damit anzugeben. Ich muss es einfach abschließen für mich. Das sind die Stats daraus. So. Und damit ist es für mich gegessen. Deswegen gehe ich wieder zurück zu dem, was ich immer gern gemacht habe. Budget, Spaß haben, Missionen versuchen, wenn es sein muss, 100 Mal, egal. Ich will Spaß haben in dem Game, okay? Deswegen gehen wir wieder zu dem zurück. Heißt, ab Montag gibt es wieder der alte Hans.
Wir ziehen unser übliches Gear an und jagen dicke Boys, machen nebenbei Missionen und haben Spaß. Und dann alle dicke Boys, die draußen so rumrennen. Ich bin zurück, ihr Bitch.